Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Wir werden heute einen Natural Glam Make-up Look schminken. Ein Mix aus High-End und Drogerieprodukten und ich habe so Bock drauf. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Primer. Los geht's, viel Spaß dabei. Ich starte mit einem meiner liebsten Primer und zwar der All Nighter Face Primer. Ich liebe den. Der greift die Foundation einfach unglaublich schön und hat auch eine sehr leichte Konsistenz. Ich vertrage den super und der matcht mit sehr vielen Foundations aus meiner Schminksammlung tatsächlich sehr gut. Der bereitet die Haut wirklich perfekt vor, sodass sie schön ebenmäßig aussieht und so leicht geglättet und verspricht eben einen ultra langen Halt. Ziel des Videos ist es übrigens, euch einen Look an die Hand zu geben, den ihr immer tragen könnt, wenn ihr ein bisschen Bock auf Make-up habt, aber nicht so geschminkt aussehen wollt. Also es ist schon viel Make-up, was wir drauf geben, aber es sieht nicht so aus, wenn man euch direkt anguckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir machen dann auch schon direkt weiter mit der Foundation und das hier ist momentan tatsächlich mein heiliger Gral von Il Makiage. Ich habe euch zu dieser Foundation auch ein Video hochgeladen, als wir das Ganze gemeinsam bestellt haben. Das läuft nämlich über so ein Quiz und so und die sitzt so geil auf meiner Haut. Also das Quiz hat bei mir auf jeden Fall total funktioniert. Ich habe die Farbe 120 Woke Up Like This und die gebe ich mir von meinem Handrücken auf direkt ins Gesicht mit dem angefeuchteten Make-up-Schwamm. Und verteile das Ganze von innen nach außen in klopfenden Bewegungen, arbeite ich die Foundation in die Haut ein und lasse das Ganze so mit dem Primer verschmilzen. Die Augenbrauen style ich jetzt mit zwei Produkten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, vom Auftrag und Handling als auch vom Preis her. Ich habe hier zum einen den Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil in der Farbe Medium Brown und ziehe damit meine Augenbrauen nach. Ich gehe damit in die Kontur, zeichne mir feine kleine Härchen ein und gebe meine Augenbrauen sozusagen ein bisschen Form. Hinten ist auch noch eine Spule dran, die überschüssige Farbe gut ausradiert. Das ist immer sehr praktisch. Und um das Ganze noch zu fixieren, die Haare zu stylen und den Look wirklich haltbar zu machen, verwende ich von Rival Loves Me die Brow Mascara, auch in der Farbe Medium Brown und style damit halt nochmal die Härchen. Von den gestylten Augenbrauen geht es direkt abwärts runter zum Augenlid und das werde ich jetzt erstmal vorbereiten mit dem Paintpot hier von MAC. Das ist die Farbe Soft Orch. Ich nehme einen Pinsel und gehe damit entlang meiner Augenbraue und ziehe die Farbe wirklich runter bis zum Wimpernkranz auf das bewegliche Lid und neutralisiere den Hautton, damit die Lidschatten gleich richtig schön zur Geltung kommen. Alle Produkte, die ich für diesen Look hier verwende, werde ich euch selbstverständlich unten in die Infobox reinlinken, wie immer. Dann könnt ihr euch die Produkte ein bisschen genauer anschauen, könnt auch noch sehen, was es noch so für Farben gibt und ob euch das Ganze zusagt und ihr es im Endeffekt dann nachkaufen möchtet. Aber hier zum Beispiel könnt ihr auch einen Concealer nehmen. Das reicht vollkommen aus. Den mag ich ganz gerne, weil der nicht so ganz so cremig von der Textur ist. Der liegt so auf wie nichts, aber neutralisiert gleichzeitig und liegt richtig schön unter dem Lidschatten. Aber wie gesagt, muss man immer schauen, ob ein das Produkt das wert ist und ob es wirklich notwendig ist in der Schminksammlung. Und ihr seht, es ist mittlerweile einiges passiert. Ich habe unter dem Auge noch ein bisschen Puder hängen und das Augen-Make-up ist vervollständigt. Ich habe für diesen Look hier diese Palette verwendet von Catrice. Es muss nicht immer eine teure Palette sein. Auch die aus der Drogerie haben eine unglaublich gute Performance. Gerade die Pro Slim Paletten liebe ich sehr. Das ist die Peach Origin Variante. Die hat so ein bisschen wärmere Töne drin, auch so ein bisschen was Bräunliches. Perfekt für ein Glam-Look auf jeden Fall, richtig schöne metallische Töne und ich schwöre euch, alle Farben in dieser Palette sind einfach so on point pigmentiert. Ich habe gestartet mit der Farbe Nature und habe das Ganze in die Lidfalte eingeblendet und den Ton auch richtig schön nach außen hin gezogen. Also das Auge richtig schön mandelförmig und lang gezogen. Den äußeren Augenwinkel habe ich aufgebaut mit der Farbe Cheddar und damit bin ich mit einem feineren Pinsel eben auch in die Lidfalte gegangen, aber habe mich eher mehr so im äußeren Drittel aufgehalten, um das Auge eben zu vertiefen, aber diese Mandelform nicht zu verlieren. Die Farben habe ich übrigens ganz bewusst so ein bisschen ineinander verlaufen lassen, dass es nicht ganz so ordentlich aussieht. Das radiert sich dann zum Schluss und nachher wird es dann eine Einheit. Deswegen habe ich mir jetzt auch keine Cut Crease gezogen oder so, sondern bin direkt mit dem Lidschatten Curios, das ist ein richtig schönes Gold, auf mein bewegliches Lid gegangen. Das Ganze habe ich mit dem Finger aufgetupft und auch eben wieder richtig schön verschwimmen lassen mit den anderen beiden Tönen. So wird es irgendwie eins und sieht halt nicht so on fleek aus, wenn ihr wisst, was ich meine, aber wirkt trotzdem super, super glamourös.
Dann habe ich einen angeschrägten Winged Liner Brush verwendet und bin dann in die Farbe Amber gegangen. Das ist ein richtig schönes Braun und habe mir einen soften Lidstrich eingezeichnet und das Ganze auch nochmal richtig schön angeblendet. Ich finde das schön, wenn das so ein bisschen smoky aussieht und nicht so eine harte Kante entsteht, aber so ein Lidstrich zieht natürlich nochmal die Augenform und schmeichelt ihr ganz besonders. Hier habe ich den Concealer, den Tarte Concealer genommen, den Shape Tape, der hat eine unglaublich gute Deckkraft. Ich habe die Farbe Fair und habe das Ganze im inneren Augenwinkel aufgegeben, aber auch so ein bisschen im äußeren Augenwinkel, um den Look eben noch so ein bisschen zu unterstützen, am Lippenherz und auch zwischen den Augenbrauen. Wenn ich schon mal beim Concealer-Step bin, dann kann ich doch direkt schon alles machen. Und deswegen habe ich das hier definitiv einmal auch mit dem Blender eingeblendet, in die Haut eingearbeitet und mit meinem Brighten Up Banana Powder im Anschluss gesettet, damit es jetzt nicht so sticky ist und ich den unteren Wimpernkranz ganz gut jetzt noch zusätzlich schminken kann. Und da bin ich in die Farbe Cheddar gegangen, bin auch wieder im äußeren Augenwinkel geblieben und habe am unteren Wimpernkranz diesen Ton aufgegeben, um halt eben den unteren Teil mit dem oberen Augen-Make-up zu verbinden. Dann habe ich meine Wimpern getuscht. Hierfür habe ich meine heißgeliebte IT Cosmetics Superhero Mascara verwendet. Die funktioniert bei mir unglaublich gut. Die reicht tatsächlich auch schon in einer Schicht aufgetragen, weil die sehr, sehr viel Farbe abgibt und meine Wimpern vor allem auch sehr schön trennt. Also die gibt so ein False Lash-Ergebnis. Ich brauche gar keine Kunstwimpern mehr. Mir reicht das mit dieser Mascara definitiv voll aus. Übrigens verwende ich ein Wimpernserum, was den Wachstum einfach so ein bisschen unterstützt, die Wimpern voller wirken lässt und eben auch voll in die Länge wachsen lässt. Ne? Also das ist zwar Natur, aber ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ich blende euch das Produkt hier an der Seite gerne mal ein. Ich habe es euch hier auf YouTube schon mal gezeigt und auch auf Instagram. Ich habe ab und zu mal einen Rabattcode. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann holt es unbedingt nach. Da verpasst ihr dann nämlich solche Informationen nicht. Es ist immer leichter, solche Rabattcodes auf Instagram rauszuhauen, weil die Stories dann irgendwann weg sind und keiner sozusagen mehr danach fragt. Aber wenn dieses Video hier ewig online ist und Leute irgendwie später raufklicken und dann einen ungültigen Rabattcode haben, ist auch irgendwie mal uncool. Deswegen, ja, schaut da unbedingt mal vorbei und wir machen jetzt weiter mit der Contour. Ihr habt es ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich heute meine ganz andere Reihenfolge angegangen bin. Meine Foundation ist ja auch noch gar nicht gesettet, ne? Die liegt auch noch voll creamy auf. Das wollen wir jetzt natürlich gleich ändern. Erstmal kommen wir aber zur Contour und da habe ich momentan einen absoluten Favoriten und zwar wird er diesem Look hier sehr gerecht von der Marke She Glam. Von Shein, ich habe euch hier auch ein Video hochgeladen und habe die ganze Brand mal getestet und da war eben halt auch dieser Contour-Stick bei in der Farbe Espresso. Der lässt sich so schön verteilen, der hat auch die perfekte Farbe für mich und meinen Hautton für die Kontur. Und ich gebe das Ganze wirklich am äußeren Drittel im Gesicht auf, zeichne mir sozusagen Schatten ein und betone mein Gesicht. Zum Ausblenden nehme ich meinen angefeuchteten Beauty Blender. Meistens nehme ich die bauchige Seite, also nicht unbedingt die spitze Seite, und klopfe das Ganze wieder mit der Foundation überein und arbeite das Ganze schön aus. Um die Kontur zu setten, verwende ich jetzt dieses Puder hier von Urban Decay. Das ist das Stay Naked The Fix Powder in der Farbe 60NN, also ein bisschen dunkler als mein eigentlicher Hautton, um eben die Kontur nochmal in der Farbe zu intensivieren und gleichzeitig zu setten. Das restliche Gesicht, also wirklich diese wenigen Partien, die noch übrig sind, verwende ich jetzt das High Glass Fixing Powder hier von NYX. Ich liebe das. Es gibt der Haut so einen richtig schönen, natürlichen Glow und damit kann man sich fast schon den Highlighter sparen, wobei ich glaube, dass wir das heute nicht tun werden. Aber für einen Alltagslook oder so ist das auch mega. Ich liebe das. Und das gebe ich jetzt hier nochmal in den restlichen Zonen mit einem fluffigen Pinsel auf. Dieser Bronzer hier von Catrice ist neu und ultra natürlich. Ich finde den so, so schön. Der ist matt und das ist der Holiday Skin Luminous Bronzer. Ich finde den sehr schön. Ich habe die Farbe 020 Off to the Island, weil der einfach so einen richtig tollen, warmen Ton hat, frischt den Look auf, wärmt das Ganze auf. Und den gebe ich mir jetzt über der Kontur auf, um das Gesicht einfach aufzuwärmen und nochmal so ein bisschen mehr zum Ausdruck zu bringen. Ich habe hier den Highlighter von Luisa von Crash Cosmetics in der Farbe Christine. Der hat so Power und den finde ich besonders schön, gerade wenn man das Make-up so ein bisschen stärker gewählt hat, weil der ist krass. Der ist richtig gut, sieht selbst. Also ich gehe jetzt hier rein, der kommt in loser Form, ne? Und den gebe ich mit einem feinen Pinsel wirklich ganz, ganz gezielt im Gesicht auf. Also davon ist weniger mehr definitiv. Liebe den, ne? Ich finde den wirklich richtig gut, weil der so einen Glass-Skin-Look gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das
gut erkennen könnt, aber wenn man den wirklich gezielt aufgibt, wirkt der unglaublich elegant. Ah, eigentlich wollte ich einen Drogerieblush verwenden, den habe ich aber so weit untergebuddelt, dass ich ihn nicht finden konnte. Deswegen nehme ich jetzt diesen hier von MAC. Das ist die Farbe Mocha und ist so ein bisschen kühler, aber passt, finde ich, sehr, sehr gut heute zu diesem Make-up. Und den gehe ich mit so einem Flatbrush auf, damit ich noch ein bisschen Farbe in den Look bekomme. Es ist jetzt gerade noch sehr eintönig, ne? Und der Blush gibt halt noch so ein bisschen Frische dazu. Kommen wir zu einer sehr, sehr schönen Lippenkombination. Und zwar von Charlotte Tilbury. Die Lippkombination Pillow Talk, Lip Liner und Lippenstift finde ich so schön und so schön gedeckt. Und diese Farbe passt auch wirklich zu sehr, sehr vielen Looks, sowohl halt zu dezenten als auch zu stärkeren. Und sieht super elegant aus, ist aber so ein etwas kühleres Nude, also passt perfekt zu der Farbe Mocha, die ich auf meinen Wangen aufgegeben habe. Der Lippenstift ist komplett matt und schmiegt sich den Lippen tatsächlich sehr, sehr angenehm an. Also das Tragegefühl gefällt mir wirklich unglaublich gut. Ich mag es aber immer ganz gerne, wenn die Lippen noch so leicht glossy schimmern. Und da gebe ich jetzt einen neuen Gloss drüber von Asam. Das Magic Finish Ultimate Lip Gloss. Ich habe hier die Farbe Cream Cashmere. Und gebt das leicht wirklich nur in Tupfis über den Lippenstift drüber. Mit diesem Look seid ihr immer glamourös unterwegs und definitiv nicht überschminkt. Ich liebe die Farben und das Zusammenspiel. Mir gefällt es einfach unglaublich gut.